Nach einem Verhör muss Gunter Junkert in ein fensterloses Auto steigen. Er weiß nicht, wohin er gebracht wird. Ich kam dort in den Raum hinein, musste mich auf einen Stuhl setzen, mit dem Gesicht zur Wand. Gunter Junkert hört, wie zwei seiner Freunde ins Zimmer geführt werden. Umdrehen darf er sich nicht. Und das wagt er auch nicht. Seine Freunde sagen gegen ihn aus, in seinem Beisein. Sie lügen, im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit. Satz für Satz. Alles wird genau protokolliert. Dann wurde ich damit konfrontiert, was die sagten, was ich gemacht haben soll. Gunter Junkert ist vor allem von einem enttäuscht. Seinem Bergsteigerfreund, auf den er sich immer verlassen hat. Die Stasi will, dass Junkert den Verrat hautnah erlebt, um ihn so zu zermürben. Man ist diesen Leuten ausgeliefert, kann nichts machen. Und da fühlt man sich eben ziemlich hilflos.